Hallo und herzlich willkommen hier im Löwenzahn-Fanclub. Ja, es ist kurz vor Weihnachten. Darum wollte ich mich nochmal persönlich an euch wenden und euch ein frohes Weihnachtsfest wünschen. Aber so ganz kommt ihr bei mir nicht so weg. Nein, nein, zu Weihnachten gibt es ja auch Geschenke. Und überall gibt es Adventskalender, wo man was downloaden kann und Gewinne und Gewinne und Gewinne. Na gut, dann gibt's das bei uns auch. Ihr könnt bei uns auch was gewinnen. Zum Beispiel das da. Genau. Mit freundlicher Unterstützung von Studiokanal verlosen wir zweimal die Best of Löwenzahn-DVD, die gerade vor ein paar Monaten wieder auf den Markt gekommen ist. Wer das noch nicht in seiner Sammlung hat und gerne eine DVD haben möchte, der muss... Was soll man machen? Ganz einfach. Ihr seid ja alle Künstler da draußen. Das weiß ich. Ihr malt so tolle Bilder. Und wir brauchen wieder welche für unsere Guggenheimer Galerie auf der Webseite. Deshalb malt mir doch wieder ein paar schöne Bilder. Von Fritz, von Keks, von Herrn Klute, vom Bauwagen, von Suse, von Charlie oder auch von Herrn Paschulke, von Frau Susemehl oder von Peter. Ist mir eigentlich egal. Malt mir ein schönes Bild und schickt es mir entweder per E-Mail an sascha@löwenzahnfanclub.de oder gern auch per Post. Die Adresse findet ihr auf der Internetseite. Unter all den Zusendungen verlosen wir also zweimal die DVD-Box von Studiokanal. Vielen Dank dafür. Und ja, das ist noch nicht alles. Ich habe noch so ein paar Löwenzahn-Überraschungen von euch, für euch. Also, die ich dann auch noch in die Verlosung mit einbringe. Also, es lohnt sich. Was gibt's sonst noch Neues? Ja, es gibt eine neue Tasche vom ZDF, die man dort gewinnen kann. Wie ihr im Hintergrund seht. Hübsches Logo, schön im Löwenzahngrün. Das Bild ist ja von Christoph Tillmann, ne? Das altbekannte Bauwagenbild. Jetzt auch schön mit Keks. Aber ich finde, die Tasche ist ein bisschen stimmiger als die vorige. Sieht sehr hübsch aus. Ja, ansonsten gibt es was Neues. Ja, es gibt noch was Neues. Und zwar hat die Autogrammkarte von Peter ein kleines Upgrade erhalten. Man sieht jetzt hier dieses "Bis bald, wir sehen uns im zweiten" wurde dem Bild hinzugefügt und auf der Rückseite findet ihr jetzt auch einen Text über Peter. Das Ganze haben wir auch nochmal bei Herrn Paschulke. Na, wo haben wir ihn denn? Das war ja die alte. Ne? Und mal schauen, was haben wir noch? Wo habe ich sie denn? Hier hat man auch das alte Bild genommen, mit dem "Bis bald, wir sehen uns im zweiten" jetzt hinzugefügt und hinten einen Text zu Helmut Krauss, dem längsten Seriendarsteller in einer Rolle in Deutschland. Ja, so sehen die jetzt aus. Schade, man hätte auch ein neues Foto nehmen können, gerade bei Helmut. Aber was soll man machen? Man muss ja auch sparen beim ZDF. Gut, ich werde jetzt noch ein paar Weihnachtsgeschenke einpacken. Mein Weihnachtsbaum ist schon geschmückt. Und ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachtsfeiertage. Und ihr schaut auch im neuen Jahr mal wieder vorbei auf www.löwenzahnfanclub.de oder bei uns auf der Facebook-Seite oder bei uns im Löwenzahn-Fanclub-Forum. Ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Und ja, dann schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann. Tschüss. So. Oh, ihr seid ja immer noch da. Es passiert nichts mehr. Ich werde jetzt noch Geschenke einpacken und ja, also abschalten. Ich verpacke noch eine Runde. Also bis dann. Tschüss.